Ich begrüße euch alle da draußen zu dieser Folge Amas Metal. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Und ich möchte, dass ihr im Chat mit Emotes eskaliert. Intro. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hier nochmal euer Applaus für euch, nur für euch. Warum spielt das jetzt wieder nicht ein? Komisch. Naja, herzlich willkommen. Ich mach mal hier bei mir ein bisschen mehr Licht, gell? Ich mach mal ein bisschen mehr Licht für euch. Einmal hier. Und einmal hier. Ha! Jetzt könnt ihr mich sehen. Ich sehe euch aber nicht. Wo seid ihr denn? Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstagabend am Mass Metal Samstag zu dieser wundervollen, wahnsinnig langen, wahrscheinlich auch sogar emotionalen und was auch immer der letzten Folge am Mass Metal. Oh, werden jetzt einige sagen, was war wie letzte Folge? Das kann doch gar nicht sein. Doch, der letzte Folge vorm Urlaub quasi. Also, nächsten Monat im August findet leider keine Mass Metal statt dafür, aber Ersatzprogramm. Mal schauen. Das erstmal vorweg in den Raum geschmissen. Ich probiere es hier nochmal jetzt damit. Warum geht das schon wieder nicht? Wenn mein Zeug schon wieder nicht funktioniert, dann... Herrgott, Herrgott. Ich kann ohne Applaus hier nicht arbeiten. Moment. Moment, Moment, Moment. Wo sind meine Einstellungen hier? Wo sind meine Einstellungen? Gerade hat es noch funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Was ist da los? Ich begrüße an dieser Stelle erst einmal alle diejenigen, die da draußen live hier dabei sind bei Twitch und schon fleißig in den Chat posten. Und zwar, ich lese vor, Leute, die ich hier sehe. The Reaper, Schwabbo ist am Start, obwohl er sich eigentlich abgemeldet hatte. Herzlich willkommen trotzdem zurück hier. Julchen ist da. Pat ist am Start schon von Anfang an. Cora ist am Start. Wen haben wir denn? Der Greiner ist auch mal wieder da. Herzlich willkommen zurück. Verloren gegangener Zuschauer fast schon. Robbie Tobi ist da. Wen haben wir denn noch hier? Wir gucken mal kurz auf die Schnelle durch. Frau Dark sitzt hier im Hintergrund neben mir. Schreibt auch fleißig mit in den Chat. Der Tod gehört, macht nebenbei noch Wäsche. Kein Problem. Dieses Format kann man auch easy peasy nebenbei laufen lassen, denn es ist ein schönes Format. Es ist das beste Metal-Format im ganzen Internet, zumindest das Format, das andere Formate aufkauft und es dann hier bringt, live auf Twitch.
Ich begrüße natürlich auch alle da draußen, die das Ganze on demand anschauen. Nicht live, sondern alles, was auf YouTube hochgeladen wird, könnt ihr ja natürlich nachschauen. Da werdet ihr diese Folge komplett noch einmal finden. Da müsst ihr dann übrigens auch für Was wird gespült, den Titel und das Lied, den Interpreten des Songs, welches ich performen werde, in den Chat schreiben, also in die Kommentare schreiben, nicht hier live im Chat. Ich will es nur noch einmal vorwegnehmen. Jetzt lass mich mal kurz nochmal ausprobieren, ob das funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Moment, ich repariere das schnell. Ich muss das reparieren, weil ohne Applaus geht hier gar nichts. So viel dazu. Und zwar mache ich dafür erstmal. Hier muss ich die Einstellungen. Genau, und dann mache ich hier das und mache das. Und irgendwie passiert ja nichts. Aber kein Problem, wir kriegen das schon hin. Wir sind ja hier Profis, fast am Werk. Was passiert hier heute? Nehmt euch schon mal ein bisschen Zeit, denn tatsächlich wird es eine etwas längere Folge. Ich werde mir jetzt nicht ganz so viel Mühe geben bei der Moderation, wie immer halt, weil ich tatsächlich viel zu zeigen habe. Schwabo, vielen Dank für dein Sub. Ein Ping geht raus an dich. Und erstmal, bevor wir hier jetzt weiter loslegen, ein Ping geht natürlich raus an alle da draußen. Also Ping, 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 Pingelingeling. Sackraub hier den Durst. Jetzt lass mich das hier mal kurz testen, warum das nicht funktioniert. Warum geht das nicht einmal auf, wenn ich das... Oh, das ist ja schon wieder... Das ist schon wieder... Da ist schon wieder einiges im Argen hier. Da kann man sich nur so gut vorbereiten auf einen Livestream. Wenn dann das Ganze nicht funktioniert, dann bringt es mir auch nichts, gell? Warum geht das nicht? Geht das? Da wird es gehen, oder? Auch nicht? Ich habe doch gerade Applaus abspielen lassen. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Tja, das repariere ich noch. Keine Angst. Guck, wir kommen wieder zurück. Vielen Dank, Pat, dass du dem Robbie Toppy ein Subscription schenkst. Danke dafür und viel Spaß mit den ganzen Emotes. Wir werden hier künftig noch einige Emotes mehr haben. Dazu aber an anderer Stelle. So, jetzt mal lassen wir hier mal kurz gucken, was ist denn hier los jetzt? Wir haben viele Einspieler. Einige Einspieler. Einen unter anderem von den Shepperkor-Leuten. Der ist aber bereits online bei Ernet auf dem Channel. Wir schauen uns ihn trotzdem noch einmal gemeinsam an, denn er beinhaltet ein Gewinnspiel. Dann haben wir heute eine Review, nicht vom Jonas, wie gewohnt, sondern wir haben eine Aushilfe bekommen, und zwar vom Wolle von Rotten Noises TV. Auf den freue ich mich sehr heute Abend. Der Schwabo schenkt auch gleich wieder nochmal ein paar Subs her. Vielen Dank dafür. Ihr supportet heute diesen Stream. Dann haben wir Kalenderblatt, natürlich vom Adrian, wie immer. Die Klassiker sind alle mit dabei. Unter anderem haben wir aber zwei Festivalberichte. Zum einen unser Schwabo, der Felix, hat für uns mal kurz gezeigt, wie es auf dem Mahlstrom-Festival so abging. Und dann haben wir noch einen österreichischen Beitrag, und zwar von Humaldo und dem Flo's Metal World. Gleich zwei YouTuber, die sich zusammengeschlossen haben, um hier für uns mal das Area 53 zu zeigen. Damit wir hier auch endlich mal wieder nach langer, langer Sehnsucht der Zeit hier mal wieder Festival-Content haben. Ohne, dass ich mich daran beteiligt habe. Fand ich lustig, weil ich kann jetzt Festival-Content bieten, obwohl ich nicht da war. Aber naja, was soll's. So kann es auch funktionieren. Ihr könnt unter anderem, wenn ihr unterwegs seid, auf Konzerten, auf Festivals, auf whatever, könnt ihr gerne einen 3-Minuten-Beitrag dazu mit dem Handy euch aufnehmen. Also ich zeig das dann gerne daher. Also wenn ihr Bock habt. Gut, wir fangen aber an jetzt mit einem. Mit was fangen wir denn an? Oh, wir haben so ein Surprise, so richtiges Surprise-Video haben wir auch noch. Das und von Blut und Tod. Ich spoiler schon mal. Von Blut und Tod gibt es ein richtig geiles Surprise-Video noch.
Genau, und deswegen rennen wir jetzt einfach los. Wir beginnen mit dem Shepard Talk. Das ist eine Reaction auf Torrential Rain. Dieses Video ist bereits online auf dem YouTube-Channel vom Shepard Core. Ich zeige es hier nur nochmal, wie gesagt, weil es beinhaltet eine, ein Gewinnspiel und Grußwünsche an euch da draußen. Und deshalb zeige ich das hier natürlich nochmal ganz, ganz gern her. Und mit dem beginnen wir und danach reiten wir weiter. Also, ich gehe mal rüber. Ich würde jetzt gerne Applaus abspielen, aber sichtlich scheint nicht zu funktionieren hier. Warum auch immer, gerade ist nur gegangen. Die Technik ist immer so brutal scheiße. Ich krieg das gleich. Ich muss nur noch rausfinden, wo ich das hin hab. Gut. Ich zeige euch jetzt das Video. Geh mal rüber, oder? Zu den Leuten vom Shepard Core und Torrential Rain und eine Reaction. Viel Spaß damit. Sowas geht nämlich auch hier nur, weil wir auf Twitch sind und nicht auf YouTube. Jetzt beginnt's ihr mit dem Hype Train. Andy, vielen Dank für die 500 Bits. Aber gerne. Choo-choo, ab fährt der Hype Train. Wir gehen rein ins Video und viel Spaß mit der Chrissy und mit dem Ecki. Und man nimmt kein Haarspray mehr. Jungs, Schaum. Wollen wir eigentlich mal wieder was verlosen? Nee. Ach komm. Ach scheiße, ey. Jo, ich bin's. Chrissy, pass auf. Intro ist nix gewonnen. Oh Mann, ey. Und immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Eckert daher und sagt, Chrissy, scheiße, meine Kamera hat das Intro nicht aufgenommen, weil SD-Kartenfehler. Dann sage ich, boah, das kann jetzt echt nicht sein. Dann machen wir es halt so, wir sind ja flexibel. Also, herzlich willkommen zum neuen Reaction-Video, aka Kommentar-Video, über Torrential Rains neuestes Video, Why Do I Care? Warum kümmert's mich? viel Spaß mit der Reaction. Den Rest muss jetzt der Eckert machen, weil ich habe keine Zeit, ich habe einen Termin. Tschüssi! Ihr wisst Bescheid, ihr könnt euch gerne in kühle Schanze aufmachen währenddessen. Werbung! Los geht's! Top, dann hätte ich gesagt, schauen wir gleich zum zweiten Mal. Ich habe mir ein neues Bier holen müssen. Also, und los! Also, hörst du ja, mich? Genau. Ha? Hörst du mich? Ja, ja. Ja, ja, okay, gut. Ich meine, ich hatte vorhin schon angemerkt, ob dieser Manager-Typ vielleicht Gottes Bruder ist oder so. Vielleicht, Gott, magst du mir das mal beantworten? Oder der Baba, ne? Gut gehaltener Baba, wenn er es denn ist. Ja. Hier den Schneppers im Kaffee, das wäre auch so eine Aktion, die du wahrscheinlich eher bringen würdest. Oder? Definitiv würde ich, aber ich hätte einen gescheiten Nummer und würde das Gesicht nicht so verziehen, also. Kannst du einen Domino nicht sein? Ich spendiere mal einen ordentlichen. Ja? Ja. Notfall-Uso hätte ich da hinten noch. Oh ja, auch im Notfall. Ja, also auf jeden Fall hat man es ja vorhin schon. Ich finde es so, find so sexy. Das ist schon hot. Ja. Ich finde gar nicht. Ja, mehr True Cult. Ja. Wie sogar vorhin gehabt, ich finde die Story ultra cool. Auch diese Witze, wo sie jetzt dann so mit einbauen, Hammer. Ja. Ich zweifle immer noch dran, dass die sich selber geschminkt haben. Nein. Oder, Jungs? Das waren die Schwestern. Die Muttis, oder? Mutti hat er geschminkt. Ja, hier die All Black, ne? Schwarze Gitarren, schwarzes Drumkit. Also die haben irgendwie zu viele Instrumente. Die haben zu viele Instrumente, aber sie setzen sie geil ein. Ich finde es klasse. Das ist richtig bis ins kleinste Detail durchdacht, was sie da machen. Und das ist ein ziemlich spaßiges Video eigentlich. Ne? Und natürlich hammergeile Location. Das haben wir dann vorhin gegen Ende herausgefunden, dass das E-Werk ist, die Clubbühne oben. Da haben wir auch schon ein paar Shepard-Shows gehalten. Mega geile Lichtshow. Also ordentlich produziert. Richtig cool gemacht. Definitiv, ja, vor allem das Painting hier, das schaut ein bisschen aus wie so Wald, Bäume, SD. Also richtig black, total cool. Abschminklicher. Drei Bäckler. Mindestens. Obwohl,
obwohl sie ihm gut steht, als ich hätte es draufgelassen. Ja? Mhm. Das ist natürlich klar, die Mädels stehen auf die hübschen Jungs, ne? Auf die hübschen Jungs. Man muss den Frauenanteil der Fans erhöhen. Also gibt's Glamrock. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert mit Glamrock. Ich. Stehst du auf Glam? So, wenn man dann so richtig so... Ich bin jetzt nicht das Maß aller Dinge. Du bist meine Frau, dachte ich. Du jetzt da, darfst du dich ja nein shoppen, ne? Ja, hier oben, dass ich einen Ausgleich zu unten habe, gell? Nein, aber auch cool mit dem Glam. Es ist echt schön übertrieben und schön überspitzt. Das ist einfach klasse. Und die Jungs schauen wirklich so gut aus. Ich würde das auch. Ja. Vielleicht Glam mit Corpse Painting. Naja, und der Chris braucht dann plötzlich auch keine Gitarre mehr. Dann kann er sich nur auf den Gesang konzentrieren. Ganz genau, das ist auch ganz wichtig. Das macht er mit der Stimme sozusagen. Sollt ihr beim Glam. Und mit den Spandex natürlich. Natürlich. Schönen Leoparden. Wo habt denn die eigentlich schon wieder her? Ne? Das ist ja da halt. Bei der Nachbarin wahrscheinlich aus der Altkleidersammlung. Wetten? Was denn, hat nicht der Danny Check damals auch sowas dran bei Wasted noch? Genau, jetzt aber. Oder hier Hyrex früher. Und man nimmt kein Haarspray mehr, Jungs. Schaum. Der geht nicht in die Augen. Also blond ist schon, blond steht ihm schon. Ja, aber die Zankereien sind schon was. Ja, klar. Verraten und verkauft. Das nur für die Auflage. Also dann doch ein Metalcore. Ja, Fralle, auf geht's. Sie hätten ja bloß uns Frank brauchen, ne? Also. Hätten wir ihn ja gleich sagen können. Schlager oder Metalcore? Eins von beiden. Schön hier wieder mit den Signature-Farben. Dieses Blau und das Pink. Wieder, ne? Das ist schon nice. Ja. Kameraführung finde ich auch cool. Definitiv ist super, die Kameraführung. Auch das ganze Setting, das nicht nur Band, wo spielt, sondern halt auch eine Story außenrum gefrickelt, wo das sich wirklich gut einfügt, das Ganze halt auch. Das ist schon klasse gemacht. Hat sich einer Gedanken gemacht? Ich weiß nicht. Ja, ist cool. Ja. Melodie vom Song ist cool. Ist halt, du erkennst halt sofort die Band und ich glaube, das ist halt auch so. Ja. Das Wichtige dran im Endeffekt, ne? Ist wieder mal catchy und geht ins Ohr. Die Stimme ist super, die Gitarre, das Schlagzeug. Du kannst vom Sound her kannst du echt den Maul nehmen. Also. Naja, fing ja damals an mit Home Alone, mit der ersten Single, wo man dann echt gemerkt hat, die Jungs, die haben einen Step nach oben gemacht. Genau. Dann mit Strung Out und so weiter, wie die ganzen Singles hießen, waren jetzt schon ein paar. Und da ist, die reiht sich da nahtlos super mit ein. Also. Ja, aber ich muss sagen, das Video jetzt zu Why Do I Care ist auf jeden Fall das mit dem meisten Witz. Ja, so, das, ne? Das ist sehr, sehr, sehr witzig umgesetzt. Das macht Spaß zum Angucken, das ist super. Also da kann man echt nicht maulen. Ja, finde ich auch, definitiv. Das ist echt funny. Ja. Vom Sound her kann man auch nicht, der ist super abgemischt, der passt da geil. Also ist sehr, sehr nett, das ganze Teil. Ja, geil. Dann würde ich sagen, Boys, ihr habt einen super Job gemacht, wie immer. Bitte weiter so, wir wollen ein Album und wir wollen euch auch irgendwann mal wieder live sehen. Wie schaut's denn aus? Vielleicht ganz genau. Irgendwann. Ha? Eben, bei uns geht's demnächst weiter mit live. Stichwort, ja, eine perfekte Überleitung. Hier kurzfristig, 24.07., unser allererstes Open Air, mitten in der Nürnberger Innenstadt am Spittlertorgraben mit Shark Tank und die erste Live-Show von Alchemist. Open Air wird total geil. Holt euch noch Tickets, ein paar sind noch da, aber wenn weg, dann weg, ne? Wer weiß, würd ich mir nicht entgehen lassen. Also ich komm. Kommst du auch? Ich glaube, ich darf auch, ja. Der muss moderieren. Also wer einen Eggert moderieren sehen will, der kommt am 24.07. oder am 1.08. Wir kooperieren dieses Jahr nämlich auch erstmalig mit Navigator Productions zusammen im Biergarten im Hirsch, im Nürnberger Hirsch, auch da Premiere. Boah, jetzt geht's irgendwie voll ab, ne? Voll in der Kultlocation in Nürnberg überhaupt, ne? Richtig geil. Mit dabei sind Needle, Alveol und Blut und Tod. Vor allem Dingen Alveol und Blut und Tod. Die spielen gar nicht so oft. Also wenn man da mal wieder die Chance hat, würde ich mir definitiv anschauen. Also Blut und Tod, die, also, die,
sag nicht, die spielen nicht oft, also. Ich habe gehört, wenn Blut und Tod spielen, dann hat der Eggert da auch einen kurzen Special-Part. Weiß ich jetzt nicht. Das seht ihr dann, wenn ihr kommt. Das darfst du doch nicht verraten! Hat ja keiner gehört. So, dann, wir haben am 14.8. übrigens auch noch einen Biergarten im Erlanger E-Werk, so wie auch letztes Jahr. Da bin ich nicht. Eintritt ist frei. Ich bin aber da, nur das zählt. Okay. Und am 26.9. sind wir auch im Z-Bau in Nürnberg. Da bin ich. Biergarten plus Live-Show. Wird saugeil. Also der Eckert blendet die ganzen Dates einmal hier ein. So, da ist ein wenig Platz. Da, ja. Ihr findet alles in der Infobox unten. Was du uns aber einblendest für die Leute, die, also ich meine, selbstverständlich habt ihr uns schon abonniert. Werdet dieses Video liken, falls noch nicht geschehen. Werdet es auch kommentieren, ob ihr sowas irgendwie cool, unterhaltsam, witzig findet oder irgendwie sagt, nee, lass mal. Und auf Insta sind wir auch noch, @shepperchor. Das hier blendet der Eckert, Obacht, einmal da ein und einmal hier ein. Und dann hätte ich das einmal gerne so hier. Genau so. Ansonsten hier Website shepperchor.de, auf Facebook sind wir tralala hin und her. Tinder-Profil vom Ecki wird auch in der Infobox verlinkt. Rechts swipen, nur rechts dann. Geil, ja, und für die Sifi-Ultras, die natürlich mal wieder am Start sind und das Ganze verfolgen, weil ihr treue Seelen seid und super toll und wir haben euch alle ganz doll lieb. Ja, macht Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Sifi-Community, ihr seid mit die Besten, die wir haben. Danke, danke, danke. Mua, Bussi, Bussi aufs Bauchi. Wollen wir eigentlich mal wieder was verlosen? Ich hätte noch so geile, Sommerbiergartentassen. Komm, wir machen eine spontane Verlosung. So, ich trinke mich jetzt hier gleich mal ein. Jeder, der jetzt unter dem Video mit einem... Ecki ist der Beste kommentiert. In Ordnung. Ecki ist der Beste. Einmal unten in die Kommentare schreiben. Hashtag. Der wandert automatisch in den Lostopf einer Biergartentasse. Und ich erhöhe das Ganze und mache ein Surprise-Package draus. Ja? Sehr schön. Es gibt ein Surprise-Package. Du darfst aber selber nicht mitkommentieren. Ich hab's. Ich habe euch den Link zu dem Video auf jeden Fall jetzt in den Chat gepostet. Da könnt ihr dann da drunter, Ecki ist der Beste, reinschreiben. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Ich glaube, die läuft noch, weil die haben ja extra gewartet, bis die Mass Metal heute ist. Und dann schreibt es einfach in die unter dieses Video quasi, welches ihr da, ich habe es in den Chat gepostet, einfach. Das gilt nicht. Drin. Für alle, die on demand zuschauen jetzt, leider denke ich, also wenn es in der Videobeschreibung noch verlinkt ist, könnt ihr ja trotzdem mal auf den Shepperchor YouTube-Channel gehen. Also, haust es in die Kommentare. Ecki ist der Beste. Genau. Und dann losen wir einen. Das Video ist übrigens schon online, kann man schon machen. Aber nach Amas Metal natürlich. Surprise-Package. Voll geil. 7 Tage lang oder was? Das schreiben wir in die Infobox. Aber ich denke mal eine Woche oder so. Genau. In den Kommentaren werden wir es dann reinpacken. In die Kommentare ist es. Kommentare. Bis 28.07. habt ihr noch Zeit. Schaut ihr überall vorbei. Facebook, Instagram, YouTube. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch. Genau. Klingelt auf die Glocke. Ding dong. Und eure Freunde sind noch nicht dabei, haben wir gesehen. Da wird's Zeit. Die mal einladen, ne? Mhm. So, haben wir's jetzt? Wir haben's. Soweit sollten wir's haben. Ich trinke noch weiter. Schanze. Ja. Du auch. Ich auch. Prost. Bis denn. Ciao, ciao. Jawohl, Top-Video wieder immer. Dieses Mal sogar in komplett haben sie es, diesmal haben sie es uns sogar in komplett verkauft. Ich habe schon wieder, das gibt's doch nicht. Jetzt pass auf, jetzt mache ich das radikal hier. Beenden, zack, neu starten, zack. Jetzt müsste es aber gehen, zack. Irgendwie habe ich heute einen Bug, aber das ist mir wurscht. So, und jetzt. Ah, jetzt er. Da ist er. Bitte Applaus in den Chat. Ja. Jetzt geht es auch wieder. Mal schauen, wie lange. Ja, das waren die Shepperchor-Leute. Ihr habt es gesehen, die haben mega viele Events geplant. Natürlich alle in Nürnberg, Erlangen, Fürth, der Gegend da, weil die halt daherkommen. Für denjenigen, der im Chat gerade geschrieben hat, wo ist denn das? Keine Sau, kommt aus Nürnberg. Der Großteil dieser Community kommt aus dieser Gegend wahrscheinlich. Zumindest waren die einen oder anderen schon mal hier. Und von mir aus ist es ein Katzensprung. Und deshalb arbeite ich mit denen zusammen und promote den ihren Scheiß.
Und das ist auch der Grund, weshalb sie hier immer wieder ein Video zeigen. Aber nicht nur hier wird quasi Externes nach innen gekauft, als um hier gezeigt zu werden in dieser Show. Nein, auch wir selbst produzieren natürlich hin und wieder mal einen Einspieler. Felix ist ja bei uns ein Riesenbestandteil. Und der sieht sich ja immer wieder an, was denn so released wurde in letzter Zeit und beziehungsweise in diesem Monat, Juli. Was kam im Juli alles raus? Auf welche Alben können wir uns noch freuen, denn der Juli ist ja noch nicht vorbei. Oder welche Releases haben wir verpasst und wir müssen unbedingt jetzt shoppen gehen. Und das kommt jetzt. Ein Ping nochmal an alle da draußen, an euch. Ich freue mich um jeden, der gerade hier mit dabei ist, jeden Lurker, jeden Chatter hier. Danke, dass ihr alle da seid an diesem Samstag, wo offensichtlich auch Festivals stattfinden, wie das Shepardcore-Event wäre jetzt auch. Leider bin ich nicht da, denn nein, das ist ein Mass Metal, da bin ich für euch da. Und Gott sei Dank sind wieder Veranstaltungen und dann ist es natürlich auch denkbar, also kann man natürlich auch nachvollziehen, dass hier heute mal ein bisschen weniger hier ein bisschen weniger los ist. Phalanx Inferno, nicht alle. Also wir sind auch wild verstreut hier. Aber so, ich komme halt aus der Gegend. Plus, minus, paar andere. Aber trotzdem, ping da draußen, schnapp dir ein Getränk deiner Wahl und genieß die Show. Sie dauert heute ein bisschen länger. Aber jetzt kommen wir zu den Releases. Der Felix hat es für uns aufbereitet in seinem Einspieler. Und den zeige ich euch jetzt. Was ist denn das schon wieder? What? Also jetzt, heute ist der Wurm drin. Heute kann es noch länger dauern als sowieso. Ich kann nicht einmal mehr ein Video abspielen. Warum? Was soll denn das jetzt? Ich krieg jetzt gleich einen Affen, Alter. Was ist denn da jetzt los? Okay. Ihr seht mich heute wahrscheinlich noch ein bisschen ausrasten. Ich hoffe, ihr seid damit d'accord. Mit was kann man denn diesen Scheiß noch alles öffnen hier? Mit Microsoft Player, den werdet ihr ja doch verstehen, oder? Na, Gott sei Dank, wenigstens eine. Ihr hört es schon. Ich hau Applaus rein, ich gehe rüber und hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Sonst muss ich irgendwas kaputt hauen. Das wollen wir ja nicht. Viel Spaß mit Felix. Felix, der Applaus funktioniert wieder. So ungefähr. Gut. Da haben wir wieder was. Moment. Schön. Jetzt darf man wenigstens wieder von vorne anschauen. Kann benutzen mal andere App. Hallihallo und herzlich willkommen zu Dates and Releases. Ich bin Felix und darf euch wieder die Neuigkeiten darbieten, die im Juli herausgekommen sind oder vielleicht auch noch herauskommen werden. Aber neues Überstürzen. Holla. Ping in die Runde. Kehle anfeuchten und los geht's. Und zwar geht es los mit zwei Releases, die ich schon im Juni vorgestellt habe. Bei einem habe ich mich tatsächlich im Datum vertan, weil es erst im Juli rauskommt. Das andere hat sich in den Juli verschoben. Und bei diesen beiden Releases geht es einerseits um Space Chaser mit dem Album Give Us Life. Schöner Thrash Metal, wie ich damals schon sagte.
kommt am 16.07. heraus. Nicht wie ursprünglich gedacht von mir, das war ein Tippfehler, im Juni. Dann Lee Aaron, die ihr Album herausbringt, die ja eine der, sagen wir mal, Königinnen des Heavy Metal und Hard Rock aus den 80er Jahren mit dem Album Radio On. Das kommt heraus am 23.07. Da hat sich der Release-Termin verschoben. Aber fernab von den Korrekturen legen wir los mit dem 2.07. ganz am Anfang des Monats. Und ja, die Apokalyptischen Reiter. Wer sie nicht kennt, der gute alte Reiter-Metal. Ja, deutschsprachig meistens. Manchmal singen sie auch auf Englisch. Mit dem Album The Divine Horseman. Ja, am 2.07. wie gesagt, kommt dieses neue Album heraus. Dann eine Band, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, möchte ich jetzt mal mutmaßen. Eine Heavy Power Metal Band, Dream Troll, mit dem Album Realm of the Tormentor. Ebenfalls 2.07. ist da der Release-Tag gewesen. Ja, hört mal rein, ich fand es eine ganz spannende Sache. Ich habe sie durch Zufall gefunden und vielleicht ist es ja auch was für euch. Dann ein größerer Name, At the Gates, Melodic Death Metal. Mit dem Album The Nightmare of a Being kommt heraus, beziehungsweise kam heraus am 2.07. Dann habe ich noch Lord of the Lost für euch mit dem Album Judas oder Judas. Ja, Metal, der oder Rock-Metal, der so in die Gothic-Richtung geht, möchte ich jetzt mal behaupten. Dark Metal, Gothic Metal. Ja, haben eine große Anhängerschaft und 2.07. war der Release-Tag des neuen Albums. Dann haben wir hier die Heavy Power Metal Gruppe, wie man es auch nennen mag, Nanowar of Steel, die immer wieder Spaß machen. Wir hatten ja auch schon Reviews drüber, das seht ihr nicht. Mit dem Album Italian Folk Metal, mein persönlich letzter Release hier am 2.07. Dann kommen wir zum 9.07. Und am 9.07. habe ich auch nur einen einzigen Release, nämlich die Band Cambrium. Und die bringen ihr Album heraus, The Synthetic Era. Und wer Cambrium nicht kennt, ja, das geht so in die Symphonic Power Melodic Richtung, stellenweise mit Death Online, so wie ich zumindest Cambrium bisher kenne. Das neue Album habe ich noch nicht reingehört, aber ich werde auf jeden Fall noch reinhören. Ich bin gespannt drauf. Dann 16.07. und jetzt kommt ein großer Name, wo man auch nicht viel erklären muss. Powerwolf bringen ihr neues Album heraus mit dem Titel Call of the Wild. Dann eine Band, die man eher eigentlich aus den 80er Jahren kennt, nämlich Thor, wie der Donnergott. Ja, damals vor allem bekannt für ihren klassischen Heavy Metal, Hard Rock in die Richtung sozusagen. Und für eine Bühnenshow, wo ja der muskelbepackte Sänger dann eben auch ein bisschen Show gemacht hat. Hier Bodybuilder-Show, Sachen verbiegen und was weiß ich nicht alles. Gigi! Und ja, da kommt tatsächlich ein neues Album am 16.07. raus mit dem Titel Alliance. Und auf diesem Album, ja, gibt es auch noch sehr, sehr viele Gastauftritte, die ich euch nicht vorenthalten mag. Nämlich Chris Holmes von Wasp, John Gallagher von Raven ist mit dabei, Rosterboss Friedman, ehemals Manowar, mittlerweile mit der eigenbetitelten Band Rosterboss unterwegs. Dann haben wir noch Danko Jones mit dabei und den Sänger Björn Street von Soilwork, um da mal so einen Rundumschlag zu bieten. Dann gehen wir weiter vom 16.07. auf den 23.07. und wir gehen in den Thrash Metal hinein, nämlich Eradicator. Bringen ihr neues Album heraus, Influence Denied. Und ja, Thrash, wir bleiben beim Thrash. Die Bad Godslave bringen ebenfalls ihr neues Album heraus am 23.07. Das da heißt Positive Aggressive. Und 23.07. wir bleiben dabei. Eine Dame, die man vielleicht von Crystal Viper kennt, weil sie dort die Frontfrau ist, nämlich Martha Gabriel, bringt ein Album heraus mit dem Titel Metal Queens, wo sie eben Sachen von großen Sängerinnen aus dem Metal- und Rockbereich ja, darbietet. Und wer Martha Gabriel nicht kennt von Crystal Viper, eine verdammt gute Sängerin. Und ja, dementsprechend Genrebezeichnung hier Heavy Metal und Hard Rock, logischerweise. Ich bin gespannt, das ist auch ein Album, auf das ich schon hingefiebert habe. Dann Yngwie Malmsteen, der große Mann an der Gitarre, der Gitarrenvirtuose, bringt ein neues Album heraus am 23.07. mit dem Titel Parabellum.
Und last but not least, der 30.07. Hier habe ich noch 1, 2, 3, 4 Releases auf meiner persönlichen Liste. Und als allererstes auch ein großer Name von ehemals Twisted Sister, nämlich Dee Snider. Der bringt nämlich sein neues Album heraus mit der Liebesgar, schöner Heavy Metal. Ja, was soll man von Dee Snider auch anders erwarten? Große Heavy Metal Stimme. Dann springen wir in den Black Metal Bereich, nämlich die Band Groza bringt ihr neues Album heraus, The Redemptive End. Und ja, Groza, für mich ganz toller Black Metal, höre ich unheimlich gern. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Und vorletzte Band hier auf meiner Liste, es geht, wir bleiben weiter im Extreme Metal Bereich sozusagen, oder auch ja, Post Black, nämlich Akrypnie mit ihrem Album Metamorphosis. Wer Akrypnie nicht kennt, das ist das Soloprojekt von Thorsten Hirsch, der bei Nocte Obducta auch tätig ist. Und zu guter Letzt auf meiner persönlichen Liste hier haben wir Axel Rudi Perl. Ja, Heavy Metal, Hard Rock, Diamonds Unlocked 2 ist der Albumtitel, ebenfalls 30.07. Und ja, wieder eine lange Liste rum. Ich hoffe, ich habe sie recht fix durchgerattert für euch und nicht zu fix. Und ja, stoß nochmal in die Kamera an. Hier zum Wohle auf euch. Und verabschiede mich und freue mich schon auf die nächsten Dates und Releases, die dann wann kommen, natürlich im August. Bis dahin. Tschaußen von meiner Seite und bis bald. Applaus. Applaus, Applaus. Danke, Felix. Schwabbo, dass du wie immer dir die Mühe machst und die aktuellen Releases raussuchst, zumindest ein paar davon. Wir können hier natürlich nicht alles abbilden, denn ihr wisst ganz genau, in einem Monat kommt so viel Shit raus, dass man natürlich hier auch ein bisschen den persönlichen Geschmack reinbringt. Und man sieht es ja, Felix sagt ja auch immer wieder, dass es hier seine persönliche Liste ist. Tot gehört, fragt gerade, hat Felix vergessen, dass im August keine Folge kommt? Nein, wir haben beschlossen, dass zumindest Dates and Releases als eigenständiges Video dann auf YouTube kommt und dass wir hier trotzdem noch den gewissen Metal-Wert wahren, um euch auch zu sagen, was denn rauskommt, damit ihr eine Möglichkeit habt, das zu das Zeug zu kaufen. Und ihr natürlich, wie hier im Chat, sieht man ja immer wieder, wenn der Dates and Releases kommt, dass viele dann, oh, der hat auch was rausgebracht, oh, und der auch, und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, und dafür machen wir das ja. Deshalb gibt es Dates and Releases im August dann, Mitte im August irgendwann, oder vielleicht sogar Anfang August noch, direkt als eigenständiges Video dann auf YouTube. So, das war's mit der naheliegenden Vergangenheit und der naheliegenden Zukunft, denn also quasi das war mit dem Juli. Es gibt aber noch viel mehr, das man anschauen kann, was in eine gewisse Zeitschiene passt. Und wenn er schon da ist, der Herr Todgehört Magazin, der Adrian, dann wollen wir natürlich jetzt gleich instant in seinen Einspieler springen, der sowas von on point wieder ist, denn jetzt kommen wir erstmal nach diesem Ping hier. Pinkt mit mir so oft es nur geht, gell? Also das ist, ihr könnt auch gerne ein Trinkspiel draus machen. Sifi, du brauchst deine eigene Biermarke. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Es ist immer so eine gute Frage, ob trinkbares Merch. Wir reden im Podcast ja hier nochmal Werbung für den Metalnet-Podcast, oft auch über Merchandise und Sachen und was weiß ich was. Eine eigene Biermarke wäre es jetzt weniger, aber eine eigene Müsli-Marke, da sind wir schon, da sind wir dabei. Mal schauen, was daraus wird. Genau, wir kommen zu Kalenderblatt, dem wahnsinnigsten und krassesten Metal-Format im ganzen YouTube-Bereich. Und zwar kann man dieses Video finden auf dem YouTube-Channel Todgehört. Und was geht's denn? Um was geht's denn in diesem Format? Und zwar seht sich, schaut sich, liest sich der Adrian ein und zeigt euch die Releases und Jubiläen der
letzten Jahre, also Jahrtausende der Metal-Geschichte, könnte man schon sagen, welche heute passiert sind. Heute, am 24.07. und weit in der Vergangenheit liegen. Kalenderblatt. Meiner Meinung nach immer noch das geilste Format im ganzen Metal-YouTube. Deshalb haben wir es eingekauft und wir zeigen es hier exklusiv. Er wird es danach wahrscheinlich instant freischalten. Und deshalb jetzt fetten Applaus in den Chat für den Adrian von Tod gehört und seinem Kalenderblatt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kalenderblatt. Ich bin Adrian von Tod gehört und wie immer an dieser Stelle geht ein ganz besonderer Gruß aus an alle Leute, die das hier sehen bei Amas Metal im Stream. Natürlich auch ein Gruß an alle anderen, die das auf meinem Channel sehen. Schön, dass ihr da seid. Heute dreht sich alles um den 24. Juli und was an diesem Tag in der Musikgeschichte passiert ist. Starten wir direkt durch und verlieren gar keine Zeit und fangen auch direkt mit dem dicksten Fisch am heutigen Tag an. Denn am 24. Juli 1990 erschien Cowboys from Hell, das fünfte Album von Pantera. Naja, fünftes Album. Man könnte auch sagen, das erste Album, so wie sie es damals gedreht haben, aber dazu kommen wir dann später kurz. Die Jungs Dimebag Darrell und Vinnie Paul sind ja bekanntermaßen Brüder und haben die Band eigentlich auch schon 1981 gegründet. Haben zusammen mit ihrem Vater Jerry Abbott dann auch die ersten vier Alben in seinem Studio aufgenommen, denn der gute Mann war ein ziemlich bekannter Country-Music-Producer und deswegen hatten die beiden es relativ einfach, mussten nicht irgendwie mit Tape und jo, Proberäumen vorlieb nehmen, sondern konnten direkt ins Studio gehen im zarten Alter von, keine Ahnung, was vorhin haben die das gegründet, ich glaube 1917 oder 18. Ging auf jeden Fall schon in jungen Jahren sehr, sehr rund. Ja, die ersten Alben, da war hier Power Metal, Projects in the Jungle, I Am the Night, Metal Magic. Mit den ersten vier Alben konnte man zwar schon so ein paar bisschen Achtungserfolge erreichen, aber so der ganz große Wurf war noch nicht gelungen. 1989 konnte man dann allerdings zu einem größeren Label wechseln und hatte mit Edco auch einen richtigen Major Deal an der Hand. Mit Phil Anselmo hatte man übrigens auch seit 1988 einen sehr probaten Sänger, der auch schon das Album Power Metal mit eingesungen hatte. Und jo, alle Zeichen standen auf Sturm. Und Cowboys from Hell, ich weiß auch nicht. Cowboys from Hell ist schwer mit irgendwas anderem zu vergleichen. Ich habe es mir im Vorfeld von dieser Aufnahme auch nochmal angehört. Und ich muss sagen, es ist ein richtig tolles Album. Gerade was die Gitarrenarbeit angeht. Ich meine, Dimebag Darrell wird nicht umsonst abgefeiert bis zum Gehtnichtmehr. Das ist einfach ein großartiger Gitarrist. Die Riffs passen einfach. Es ist ein Album, was 1990, finde ich, sehr gut beschreibt. Man hört auf einigen Songs so die 80er-Jahre-Vibes raus, diesen Hardrock, diesen alten Heavy-Metal, auch teilweise noch bei der Stimme von Phil Anselmo, wo man sich echt fragt, was ist aus dem geworden? Die Stimme von damals, die ist ja komplett weg, gerade diese hohen Screams und so weiter, die kriegt er ja heute ja gar nicht mehr hin. Das Räudige, das etwas Bellen und so weiter, das kann er auf jeden Fall noch, das hat man ja hier auch teilweise, gerade bei den großen Hits hier, dem Titeltrack Cowboys from Hell, oder auch Domination hört man einfach raus, wo die Reise später hingehen sollte. Mit Vulgar Display of Power oder Fabian Triffen wurden sie ja immer härter. Und auch optisch hatten sie sich ja bei Cowboys from Hell auch schon abgewandt vom typischen Glam, Hair Metal, Heavy Metal Style und sahen einfach aus wie, ja, dieser urbane, grunge Look, ohne jetzt eine Grunge-Band zu sein. Aber sie hatten einfach die Zeichen der Zeit 1990 sehr, sehr gut verstanden und sind schon bevor andere Leute erst irgendwie, keine Ahnung was, von diesem Grunge, von diesem Street-Crossover-Hype erwischt wurden, haben sie schon sehr früh erkannt, dass die Zeiten sich ändern und ja, da haben sie den Erfolg auf jeden Fall auch irgendwo verdient gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Sie sind in den 90ern zu einer der größten Metal-Bands in den USA geworden und ja, der Erfolg gibt ihnen auf jeden Fall recht. Ja, aber alle guten Sachen gehen dann ja auch irgendwann zu Ende und ja, Anfang der 2000er, als die Band sich aufgelöst hatte, ja, wurden dann auch jegliche Hoffnungen auf eine Reunion zerstört, als 2004 Dimebag Darrell erschossen wurde bei einem Gig auf der Bühne. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das damals auch im Fernsehen gesehen, dass darüber berichtet wurde. Ich glaube, das ZDF heute oder so hatte ich damals gesehen, da wurde nur gesagt, ja, ein Rockstar wurde oder ein Rockmusiker wurde auf der Bühne da irgendwo in den USA erschossen. Fand ich ein bisschen schade, hätte man auch schon sagen können, um wen es geht. Ich meine, Dimebag Darrell war damals schon nicht so ganz unbekannt. Ja, auch da, sein Bruder wurde jetzt nicht mega alt, der durfte zwar noch ein bisschen länger leben, aber auch seit 2018 ist Vinnie Paul. Man kann ihn ja auch dann bis zum Ende bei Hell Yeah als Musiker mit dabei. Ja, inzwischen sind beide Abbott-Brüder leider im Jenseits wieder vereint und ja, ihr Vater hat sie leider beide überlebt. Das ist etwas tragisch, aber dennoch, in der Musik leben sie auf jeden Fall weiter und Cowboys from Hell
Hey, das ist so ein großartiges Album. Ich meine, man kann jetzt über Phil Anselmo denken, was man will. Man kann auch über die Band sagen, was man will. Aber Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power und Fabian Triffen sind einfach großartige Alben, die man, ja, die man auch heute noch wunderbar hören kann. Die eigentlich zeitlos sind. Kommen wir jetzt zu einer völlig anderen Band und gehen in eine völlig andere Richtung. Denn am 24. Juli 2001 erschien das zweite Album Prowler in the Yard von Pig Destroyer. Ja, das ist Pig Destroyer. Wohl eine der Vorzeige-Grindcore-Bands aus Amerika. Ja, das zweite Album ist auch, glaube ich, somit das erfolgreichste. Wenn man mal guckt bei Metal Archives, es hat die meisten Reviews, es hat die besten Bewertungen. Ja, es ist einfach, auch wenn man das Cover sieht, auch Leute, die jetzt vielleicht sagen, hey, Pig Destroyer habe ich noch nie gehört, aber vielleicht beim Durchblättern vom EMP, vom Nuclear Blast, werdet ihr vielleicht schon mal auf das Albumcover von Prowler in the Yard gestoßen sein, das damals bei Relapse Records erschienen ist. Und ja, es ist einfach ein krasses Zeitdokument. Ich muss sagen, dieser amerikanische Grindcore ist nochmal was ganz anderes als der europäische. Er klingt teilweise klinischer, er klingt teilweise sehr kalt, ein bisschen industrieller, aber hat nichtsdestotrotz immer noch unglaublich hart. Allein schon, wie das losgeht mit dieser unangenehmen Computerstimme, die das Intro einspricht von diesen beiden Mädchen, diesen beiden Frauen, die aufeinander liegen und sich die Augen Äpfel ablecken. Ziemlich bizarres Zeug, was die da singen. Überhaupt, das ganze Album ist eine Mischung aus Gore, Sexualisierung und Gewalt und Horror und allem Möglichen. Also das, was Grindcore in der Summe auch ausmacht. Dabei wurde die Band Pig Destroyer eigentlich von Scott Hall gegründet, so als, ja, Rückbesinnung auf das, was Grindcore eigentlich mal sein sollte. So ein bisschen auf die Punkwurzeln, kurze, knackige Songs. Ja, auch teilweise ein bisschen politisch. Sie waren am Anfang ein bisschen politischer und deswegen auch der Name Pig Destroyer kommt eigentlich vom, ja, so von aus der Richtung Cop Killer, Cop Destroyer. Man wollte es nur nicht so ganz so offensichtlich machen. Ja, alle Cops sind Schweine in ihren Augen, deswegen Pig Destroyer. Mit der Zeit haben sie aber auch gemeint, dass man das nicht mehr so krass auslegen würde. Und ja, Pig Destroyer ist heutzutage einfach nur noch ein Name und kein politisches Statement mehr. Sagen sie zumindest selbst. Scott Hall kennt man übrigens auch dadurch, dass er mal bei Enel Kant war. Um das auch nochmal zu sagen, ja, da kommt auch vielleicht mal seine Credibility in Sachen Grindcore nochmal raus. Und übrigens ist er auch Produzent, hat eine ganze, ganze Menge Sachen produziert für Metal-Bands. Darunter sind halt auch, ja, alle möglichen großen Sachen wie Brutal Truth, aber auch Amorphis, die ja eher melodisch sind. Und lustigerweise hat er auch das Album von den Bösen Onkels produziert, was im letzten Jahr rausgekommen ist. Witzig, witzig. Ja, was soll ich sagen? Das Album, ich habe es schon gesagt, das Album ist sehr kalt, es ist sehr klinisch, es ist sehr, sehr brutal. Es hat, manchmal wabert es eher in Richtung Deathgrind, mal wabert es eher in Richtung Death Metal, Punk und was weiß ich nicht alles. Hört es euch einfach an, das ist eine krasse Erfahrung, das Album anzuhören. Aber es ist, ja, es ist interessant und ich glaube, es ist für jeden Extreme-Metal-Fan auf diesem Album was zu finden, um mal wieder die Plattitüdenkiste zu bemühen. So, an dieser Stelle muss ich mich dann auch schon wieder leider verabschieden von allen Fans von Dark Siffler. Heute kriegt ihr nur zwei Alben von mir. Tja, die anderen beiden müsst ihr dann auf meinem Channel hören. So, das war's. Viel Spaß, wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao. Vielen, vielen Dank, Adrian, für deinen Einspieler, dass wir den immer hier exklusiv zeigen dürfen. Ich gehe mal davon aus, du kannst es jetzt in den Chat auch schreiben. Wirst du das Video gleich sofort veröffentlichen oder erst morgen? Und kann ich den Link hier jetzt schon reinposten? Das gibst du mir jetzt noch frei und dann poste ich den Link instant und dann können alle nach einer Mass Metal und nach der Party, die nach Metal, also Klassik hier, vielen Dank, ich schalte es gleich frei. Okay, dann poste ich hier gleich instant mal den Link zum Video. Ihr könnt es euch anschauen. Es ist nochmal so viel an Video da. Und lasst da schöne Kommentare und Abos da auf YouTube bei dem geschätzten Kollegen Totgehört. Ping erstmal, damit wir das auch nicht vergessen hier. Trinkt fleißig, trinkt viel, denn es ist wichtig. Der Körper braucht Feuchtigkeit. So. Boah, wir haben noch so viel. Bevor ich aber jetzt weiterkomme mit einem Einspieler, damit hier vielleicht der eine oder andere noch einmal überredet wird, doch zum Adrian rüberzugehen, können wir ja hier an dieser Stelle gleich mal die erste Werbung einblenden. Und zwar eine Werbung, ganz klassisch, wie wir es kennen aus den letzten Folgen, im Sinne von Metal-Kollektiv.
Und zwar hat jeder der YouTube-Kollegen von der Metal-YouTuber einen kleinen Einspieler für euch gemacht. 2 Minuten, ein paar haben das gemacht. Ich werde nicht alle zeigen, weil das sonst den Rahmen sprengt. Vielleicht zeige ich im Laufe der Zeit immer wieder mal einen. Deshalb tue ich jetzt hier diesen ersten Werbeblock gleich nutzen, damit der Adrian hier an der Stelle auch noch einmal Werbung für sich mitnehmen kann. Und zwar, hoffentlich geht das Video jetzt, aber normalerweise ja. So, hallo. Genau. Zack, zack, zack. Und wir machen diesen Werbeblock gleich jetzt. Adrian stellt sich vor, was tut er denn eigentlich? Und woher kommt er denn eigentlich? Wer ist dieser Tod gehört eigentlich? Und was bedeutet das Tod gehört überhaupt? Hier einen kleinen Einspieler. Ganz kurz Applaus vorher. Hallo zusammen, Adrian von Tod gehört hier und Daxel hat mich gebeten, dass ich mal sage, was ich sonst so mache, wenn ich nicht gerade bei Amas Metal im Metal-Kollektiv meinen Senf dazugebe. Wie gesagt, Tod gehört ist so Dreh- und Angelpunkt der meisten Projekte, die ich mache. Ich betreibe den Blog, den geschriebenen Blog todgehört.com in der einen oder anderen Form schon seit etwa 11 Jahren. Es hatte mal als Todgeburt angefangen, so als Wortwitz, ja, das wird doch eh nichts mit dem Magazin, mit einem Kumpel zusammen, deswegen nennen wir es Todgeburt, war damals noch ein MySpace-Blog. Ging dann relativ schnell irgendwann auf Blogspot. Oh, gab auch mal Tumblr und so weiter Versuche. Aber am ehesten wurde es dann Blogspot und irgendwann haben wir dann auch noch eine richtige Domain mal gekauft, haben uns auch umbenannt, schon relativ schnell, glaube ich, nach 1-2 Jahren. Kumpel ist dann auch ausgestiegen und ich habe es alleine weitergemacht. Und dann gab es Tod gehört, einfach als geschriebenen Blog, eine ganze Zeit lang, glaube ich, sogar die meiste Zeit über, bis ich dann irgendwann vor, wann war es, 3,5 Jahren auf die Idee gekommen bin, ja, du könntest doch eigentlich auch mal Videoinhalte machen. Mal schauen, wie das so läuft. Und dann entstand halt auch der YouTube-Channel Tod gehört. Das war, glaube ich, das eines der ersten Videos, die ich gemacht hatte, war ein Vlog über mein erstes Konzert mit meiner Band Blackkühl. Das spiele ich übrigens auch. Bin Sänger einer Pagan-Metal-Band aus Fulda. Ja, wenn ihr mal uns live sehen wollt, wir spielen dieses Jahr sogar noch einen Gig auf dem Hamburger Metal-Nacht-Festival. Ist im August da, wo es Partisan hätte sein sollen, vom Termin her. Und etwa eine Stunde nördlich von dort auch, wo das Partisan hätte stattfinden sollen, örtlich gesehen. So, was habe ich noch? Im Podcast habe ich noch Total Moshpot, den betreibe ich zusammen mit Kayo von Moshpit Passion. Wir haben jetzt Folge, glaube ich, 74, 75 gerade, wenn ihr das seht, rausgebracht. Wie gesagt, gibt es schon seit 1,5 Jahren. Und ja, ansonsten mache ich immer gerne Gastbeiträge auch für andere Channels, wie hier diesen, und gebe meinen Senf gerne dazu. So, das war's. Vielen Dank, macht's gut. Ciao. Darf mir hier gerne nochmal Applaus verteilen. Er ist einer der Metal-YouTuber, die Berichte und irgendwas im Internet veröffentlichen, glaube ich, sogar von uns allen am längsten macht. Tatsächlich mit seinem Blog, der schon über 11 Jahren existiert, glaube ich jetzt einfach mal. Ich glaube, Kayo ist zu jung dafür, dass er schon so früh anfangen hat können. Ich mache es erst seit 4 Jahren, grob Festivalberichte. Und die anderen alle, ich weiß nicht, wann der Gorminister angefangen hat. Er hat ja schon seit Ewigkeiten eine Band und ist auch schon sehr alt. Es ist halt einfach auch, wie nennt sich's, das Glück der frühen Geburt, sage ich jetzt mal. Morgen gibt es übrigens einen Livestream auf Total Moshpot, okay, auf YouTube um 20.30 Uhr mit Kayo, aber mit meinem Kumpel Chris. Es wird um Neofolk gehen. Okay, hier nochmal Werbung für Tod gehört. Schaut da vorbei. Du darfst gerne auch einen Link posten zu deinem Stuff. Hier darf Links sind, glaube ich, öffentlich, darf jeder posten. Und du natürlich sowieso. Ja. So viel dazu, das war dein Werbeeinspieler, den haben wir jetzt auch gleich abgefrühstückt. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Letztes Mal, ich zeige jetzt kleinere Videos erstmal, bevor wir zum nächsten großen Brecher kommen. Und zwar, was haben wir denn hier noch? Genau, letztes Mal war nämlich Thema im Metal-Kollektiv der schönste Festival-Moment. Ihr könnt euch selber jetzt nochmal an der Nase packen
und euch fragen, was war euer schönster Festival-Moment? Ihr könnt es auch gern sowohl in den Chat als auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht werden wir daraus künftig dann mal ein Video bauen, weil mich das sehr selber immer interessiert, wie andere so Festivals, so lustige Stories zum Erzählen haben, was für Stories das entstanden sind. Denn wir gehen jetzt gleich in den Festival-Blog. Erst haben wir aber noch einen Einspieler, der letztes Mal nicht rechtzeitig zu mir fand. Also sprich, ich konnte ihn leider nicht mit reinschneiden. Die Wabers, unsere lieben Familie Waber, der Dieter und die Mary, die ja auch lange Zeit hier nicht mehr dabei waren, aber das macht ja nichts. Trotzdem sehr, sehr, sehr beliebt bei uns in der Community sind. Die haben auch ein Snippet geschickt und die Frage beantwortet, was war euer schönster Festival-Moment? Ja, und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es war schade, dass es nicht rechtzeitig war, aber wofür, warum, das können wir doch jetzt hier auch zeigen. Dann zeige ich es hier einfach schnell. Ein kleiner Snippet zum Thema, was war der schönste Moment, was Festivals angeht, vom Dieter und der Mary. Moment, ich ziehe es hier bloß in die richtige Größe und dann gehen wir schnell rüber. Kurzer Applaus. Ich wurde letztens gefragt, was dein geilstes Festivalerlebnis ist. Ich kann vorher nicht sagen, was. Eigentlich alles, oder? Ist Festival nicht immer geil? Schon. Wenn es mehr stattfindet. Eigentlich Freunde treffen, das Feeling. Bier trinken. Du nicht, du darfst kein Bier. Eigentlich alles, die ganze Stimmung ist das Schönste an allen Festivals, es ist egal welches, oder? Ja. Aber kannst du dich konkret an eins erinnern? Ja. Weißt du, was der geilste Festivalmoment ever war? Wie wir den Dark Siffler persönlich kennengelernt haben. Breslau! Sehr schön. Ich fand das einfach so zuckersüß. Ich fand das einfach so süß. Ich fand es auch immer wieder lustig, dass die diese Story auspacken, weil ich noch ganz genau weiß, wann es war und wo es war. Es war 2015 auf dem Summer Breeze, da wo man zum Ausgang runtergeht, vom großen Feld, von der Mainstage runter, da wo auch diese komischen Duschen sind, manchmal oder waren mal da. Und da hat gerade Betontot gespielt und ich wollte halt gerade gehen. Und dann kamen die mir entgegen und haben mich angesprochen, hey, du bist doch der, der die Videos für Summer Breeze macht. Und das fand ich ganz cool. Und wir haben uns instant gut verstanden und jetzt, naja, wir haben einen Verein gegründet. Wir sind, also, FDGL ist ja der Metal-Verein und wir lange Freundschaft hier und da und einfach geil. Super, super Leute und sind immer wieder willkommen, auch hier in der Community. Weil, ihr habt es selber gesehen, sind einfach nett. Sind einfach wahnsinnig zuckersüß und das macht's aus. So, wir kommen aber jetzt zu einem Part, der auch ein kurzes Video beinhaltet, damit wir das rumbekommen. Ihr wisst ganz genau, ich verlose immer wieder ein Surprise-Package. Hier in Amas Metal und zwar geht's darum, dass ich etwas spiele auf einer Gitarre. Ich kann nicht Gitarre spielen, hier nochmal der Disclaimer. Ich spiele etwas auf der Gitarre und ihr müsst erraten, welches Lied das ist. Bitte nicht hier im Chat, sondern auf YouTube. Dann, damit die Leute auch alle die gleiche Möglichkeit haben, mitzumachen. Letztes Mal haben 5 Leute tatsächlich nur unter das Video kommentiert. Unter anderem Mr. Superkader, Typhoon, Andreas Weller. Weller, glaube ich. Meine eigene Schrift kann ich nicht lesen. Werewolf Warrior und Metal Abstract Cora, auch eine YouTube-Kollegin. 5 Personen. Und ihr wisst ganz genau, das Lied, welches es war, war eines der einfachsten tatsächlich. Weil es
weil wir vorher noch eine Review drüber gemacht haben. Also natürlich haben, ich glaube, die Pat hat auch noch kommentiert und der Metal Mentor haben auch noch kommentiert, aber die haben ja schon mal gewonnen, deshalb nehme ich die da jetzt nicht mit rein. Werewolf Warrior, möglicherweise ist der ein Powerwolf-Fan, stimmt. Welcome, Tohex. So, ich los jetzt einfach aus, okay? Und dann schauen wir uns noch miteinander den, das Was wir gespielt von dieser Woche an. Von diesem Monat. Ich bin immer noch im Wochenmonus. Hey Sam Crow, Habadere, bist du schon fertig mit dem Streamen oder was? Kann es sein, dass du deine Zuschauer mit rübergebracht hast? Also die Lösung war auf jeden Fall, das ist dieses, wie hieß es? Jetzt weiß ich selber den Namen nicht. Was habe ich denn gespielt? My Mother Told Me von egal welcher Version, habe ich ja gesagt. So. Was mache ich hier? Als wäre er besoffen, Alter. Genau, warte, Moment, ich muss den Scheiß jetzt da nochmal rein. Jetzt habe ich nicht aufpasst, habe dreht und habe schon 3 Kugeln rausgeschmissen. So, 5 Leute sind im Topf. Die 5 Leute haben jetzt die Möglichkeit zu gewinnen. Ich tue hier mal so rumdrehen und einmal so rum. Hier ist die Kugel. Die Kugel rollt raus und rollt mir wieder voll in die Fresse. Das war klar. Und es ist die Nummer 4. Und tatsächlich hat der Werewolf Warrior gewonnen. Sehr schön. Ich hoffe, er meldet sich auch nochmal und hat nicht nur einfach so einmal mitgemacht und schaut nie wieder ein Video von uns. Ansonsten werde ich mir was einfallen lassen. Also herzlichen Glückwunsch, Werewolf Warrior. Wenn du das jetzt auf YouTube siehst, melde dich bei mir per Instagram, Facebook, vielleicht auch irgendwie E-Mail chris@darksiffler.de. Dann kommen wir schon zusammen. Ich muss jetzt schnell nochmal unter den Tisch, ganz kurz, denn mein Bildschirm ist gerade rausgegangen. Eieieiei. So, da ist er ja wieder, der Bildschirm. Sehr schön. Alles verschoben, alles rum. So, Sam Crow, bist du noch hier? Folgt auch dem auf Twitch. Der macht geile Mucke, auf jeden Fall. Sam Crow Mike, ich habe dieses Shoutout-Ding noch nicht eingestellt. Sorry dafür, aber du darfst gerne deinen Link hier reinposten. Oh, Schwitz, Schweiß, stinkt Mief. So, ich tue das darüber. Jetzt kommt auf jeden Fall das, was wir gespielt in dieser Woche. Wie gesagt, schreibt es bitte nicht in den Chat, welches Lied es ist, sondern danach on demand auf YouTube. Das gibt mir erstens nochmal einen Klick auf das Video und zweitens sammeln sich da wenigstens dann alles an Kommentaren und ich brauche nicht den kompletten Stream hier nochmal nachgucken. Öffnen mit. Was wird gespült? Genau, herzlich willkommen zu Was wird gespült? Schreibe Titel und Interpret des Liedes unten in die Kommentare und gewinne ein Surprise-Package. Jetzt mitmachen, bitte nicht in den Chat live schreiben, sondern tatsächlich auf YouTube kommentieren. Und wir beginnen mit dem jetzigen Lied. Ich habe mir dieses Riff aus dem Internet rausgesucht und ich kann nicht Gitarre spielen. Don't judge me. Das war Was wird gespült? Schreibe Titel und Interpret des Liedes in die Kommentare auf YouTube.
Und wehe, ich erwische jemanden, der das jetzt auf Twitch live im Chat schreibt, dann gibt's Ausschluss für immer. Das war's von mir. Für's euch. Viel Spaß beim Raten und viel Glück. Was wird gespielt? So, jetzt mit Ton. So, ich zeige normalerweise auch immer, was für was der Vorgänger des letzten Monats quasi gewonnen hat. In dem Fall jetzt heute nicht, aber ihr fragt euch bestimmt auch, was kann man denn eigentlich gewinnen? Und ich sage euch genau, was man gewinnen kann. Denn ich habe eine Ansammlung an Merch, an CDs, an Stuff hier, was mir immer wieder zugeschickt wird. Und das verpacke ich in der Surprise Package. Also ich sag euch, das lohnt sich definitiv, da mitzumachen. Jetzt gibt es sogar auch wieder die hier, die Plastikmaskrüge, die festivaltauglichen, da habe ich wieder welche besorgt. Die sind jetzt zum Beispiel beim Flex-Zwerg, der letztes Mal gewonnen hat. Sind zwei Stück drin und CDs sind drin und. Shirts, Merchandise von mir, Merchandise von Bands und. Ihr wisst, wie es läuft. Schaut euch die letzten Folgen an. Da kriegt ihr auf jeden Fall mit, was in diesem Surprise-Package alles drin ist. So, Ping da draußen an den Gewinner. Ich hoffe, er meldet sich bei mir. Ansonsten verlosen wir nächstes Mal das überfette Mega-Package. Aber naja, vielleicht lasse ich mir auch was Neues einfallen. Ich habe nämlich hier so ein kleines Tool, mit dem könnten wir live auf Twitch auch was verlosen. Vielleicht lasse ich mir da noch was einfallen. Denn ich habe echt viel Zeug da und ich kaufe ja immer wieder neue CDs und auch alte CDs, die ich gebe ja das Geld, welches hier immer Spenden und Bits und sowas und die Subs, die reinkommen, das Geld, das ich mit Twitch verdiene, das geht ja wieder zurück an euch in die Surprise Packages, in den ganzen Stuff. Also wenn ihr hier einen Hype Train auslöst, dann wisst ihr, werden die Pakete einfach noch größer und noch besser. Michael der Schwarze sei gegrüßt an dieser Stelle auch hier. So, jetzt, wir müssen weiterreiten. Was haben wir denn eigentlich noch? Und zwar haben wir noch voll die großen Dinge. Wir gehen nach Österreich. Wir gehen nach Österreich, denn das ist wichtig. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr Festival-Stuff sehen. Ich habe Bock auf Festivals. Ihr hoffentlich auch. Und es finden auch noch einige statt dieses Jahr. Ihr kriegt später dann noch einen kleinen Ausblick von Veranstaltungen, die noch stattfinden werden. Wir gehen rüber zum Area 53 und zum Humaldo und dem Metal Flow. Die beiden sind leider heute nicht da. Aber es sind auch sehr geschätzte Kollegen von mir auf YouTube, die mir tatsächlich auf Anfrage, ich habe halt gefragt, Metal, Alter, grüß! Ihr hört es schon. Ich habe im Humaldo geschrieben, hey Humaldo, ihr seid doch auf dem Area 53. Du, ich habe am 24. die Mass Metal und ich darf da gerne mal was zeigen, festivalmäßig. Da könnt ihr mir bitte einen kleinen Einspieler machen. Also ganz easy. Ungeschnitten, einfach vom Campground ins Infield gehen und euch und ein bisschen was über das Festival erzählen. Haben sie gemacht. Sie sind jetzt hier. Der Metal Flow, also der Flow's Metal World von YouTube und der Humaldo rockt vom Area 53. Wer noch nicht da war, schaut sich das jetzt an. Ich kann dieses Festival nur empfehlen, auch obwohl ich noch nicht da war. Es ist recht klein und ich will da unbedingt mal hin. Ich habe es dieses Jahr leider urlaubstechnisch auch nicht geschafft, aber irgendwann sehen wir uns zu dritt, Jungs. Zu viert vielleicht oder wie auch immer. Wir schauen uns das an. Wir gehen rein in die Müsli-Schüssel, Kopf über. Applaus für die Österreicher. Die größten Metal-YouTuber aus Österreich. Metal, Alter!
Grüß euch, Siffler, Freunde bei Amos Metal. Das ist der genau. Flo, da, der Flo. Der Flo und der ehrenwerte Humaldo. Humaldo, wir haben der beide. Wieder mal rockt. Wir beide sind gleichzeitig die größten österreichischen Metal-YouTuber und auch die einzigen. Zwei Größen stehen auf dem Vödel derzeit, zwei Legenden. Ja, zwei Legenden. Nein, wir sind da am Area 53 Festival in der Steiermark in Leoben. Das ist schon ein bisschen so im Süden von Österreich, nur ein bisschen. Es ist im Süden von Österreich. Ja. Und Camping Grounds, Alter, schaut euch das an. Richtig geil. Es ist Festivalstimmung da. Wir haben, also Area 53 hat wirklich eine geile Zeit erreicht, dass dieses, also Zeit erreicht, Zeitpunkt gefunden, dass sie dieses Festival veranstalten kann. Ja, haben es gut erwischt, weil die anderen Festivals haben alle abgesagt, dass sie haben die Eier gehabt, dass sie es durchziehen. Ja, ja, und die Eier war gestern schon da. Wie war es gestern? Warst du betrunken? Ja, also ich habe ein wenig einen Gedächtnisverlust gehabt am Schluss, aber das gehört dazu. So, umgerechnet in Maß, wie viel hast du gesoffen? Ein Maß hat einen Liter, ne? Auf den Zehner bin ich nicht gekommen. Was, 10 glaub, Liter? So eine halbe und ein halber Liter Bacardi Cola. Aber es geht so dann schon. Ich bin jetzt schon zu betrunken, um zu rechnen. Wir sind jetzt gerade am Weg aufs Area 53. Da spielt jetzt gerade die Burning Witches. Genau so ist und, es. Und da melden wir sich dann nochmal kurz wieder für euch, liebe Zuschauer vom Dark Siffler. Und wir werden burnen. wir sind voll die Burning Witches, ja. Alter. So, jawohl. Metal, Alter! Servus! Und der Flau. Ja, warte mal, ich will mir Bier nicht aufgeben. Super! Wunderbar! Du bist der beste Metal-YouTuber. Dankeschön! Ja. Aber das Video. Aber dieses Video. Das Video kommt am Tag Siff aus dem Kanal online. Der Siff ist ja fast mein Nachbar, ne? Super! Bist du aus Bayern oder wie? Das war's noch mal sonst. Ich glaub schon, ja. Ich glaub schon. Ich bin ein Weitler, kein Bayer. Okay. Weitler. Okay, das sind die Kulturen, die alle kenne ich alles nicht. Und jetzt würde ich sagen, Moshpit im Chat, wenn es gleich losgeht. Viel Spaß mit Burning Witches.
Applaus! Ab geht's im Chat. Applaus, Applaus. Vielen Dank. Es ist halt einfach die Sucht. Die Sucht, die sich in mir immer wieder breit macht und wehmütig, wenn ich Festival-Stuff sehe. Ob die jetzt einfach nur über ein Campingground laufen und besoffen irgendwas in die Kamera lallen oder dann einfach mal eine Band abfilmen. Wir sehen heute noch zweimal zwei Bands, auf jeden Fall drei sogar, wenn wir die Review mit dazu tun. Tatsächlich, wie gesagt, die Show heute dauert ein bisschen länger. Es ist einfach so. Ich hoffe, dass auf YouTube nichts gemutet ist, weil Twitch das vermutlich machen wird und ich hoffe, dass ich dann, ja, wir sehen es dann. Egal! Wir waren jetzt auf dem Area 53 in Österreich und jetzt kommen wir von dort und kommen zurück nach Good Old Germany und schauen uns jetzt erstmal eine andere Band an aus Deutschland, die es noch nicht lange gibt. Eine Band, die sich aus mehreren Bands zusammengeschlossen hat. Aber warum soll ich euch das erzählen, wenn das ein geschätzter Kollege für euch ebenfalls tun kann? Denn wir haben hier jetzt, kommen wir endlich, was eigentlich normalerweise immer schon ziemlich am Anfang kommt, zum Review-Part heute. Und wir haben miteinander eine Band geguckt. Felix und ich haben es uns auch schon angehört. Wir haben auch schon Reactions drüber gemacht. Aber der Wolle von Rotten Noises TV hat sich rangemacht und das ganze Album, welches neu herauskam, für euch mal ein bisschen beleuchtet. Auf seine Art und Weise, würde ich jetzt sagen. Vielleicht ist das jetzt the way we go, wenn wir reviewen in dieser Show, aber wir gucken es uns jetzt an. Wolle, Rotten Noises TV, danke. Applaus für ihn erstmal in den Chat. Und viel Spaß mit seiner Review, und ich sprich es jetzt hoffentlich richtig aus, zu Hi-Res. Hi-Res, die neue Band von Britta Görz. Bitteschön. Nennt man das eigentlich dekadent, wenn man Dosenbier aus Glas trinkt? Keine Ahnung. Hey ihr Titten, herzlich willkommen zum Review-Part der monatlichen Amas Metal Show. Und ich mache hier kurz mal die Vertretung für die eigentliche Review-Redaktion, weil die aus zeitlichen Gründen besoffen ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Siffi hat es mir gesagt, aber entweder habe ich ihm nicht zugehört oder ich habe es vergessen. Beides sehr wahrscheinlich. Ich versuche es aber so ein bisschen ähnlich aufzubauen, wie es sonst eigentlich auch. Außerdem, wenn ihr hier das seht, dann abonniert dem ihm seinen Siffler, ihm seine Kanäle. Dann macht das Reviewen über Metal wie diesen hier gleich viel mehr Spaß. Heute geht es um das Debütalbum Solitary von der Melodic Death Metal Band. Und jetzt geht's los. Hi-Reyes hört sich richtig an. Ich weiß es echt nicht. Sifi, du und Felix, ihr könnt ja vielleicht nochmal drüber reden, wie man das ausspricht, weil ich habe echt keine Ahnung. Kommen wir damit gleich. Hi-Reyes. Einfach nur Hi-Reyes. Zu den Facts wollen wir gleich mal anfangen. Hier, los, 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 zack, zack, wir haben viel vor heute. Die Band hat sich Mitte, Ende 2020 gegründet. So genau habe ich das irgendwie nicht so richtig gefunden. Deren Facebook
Account ist aber im Juni, glaube ich, 2020 entstanden und haben jetzt letzten Monat am 25.06. ihr erstes Debütalbum rausgebracht. Wir hatten schon ein zweites Debütalbum rausgebracht. Keine Ahnung, wäre langweilig, wenn nicht. Aber obwohl die Band sich gerade erst gegründet hat, ist es absolut... Nein, anders. Es sind absolut keine unbekannten Musiker, denn diese Band besteht quasi aus zwei Bands, die sich zusammengetan haben. Auf der einen Seite haben wir die vier Instrumentalisten von Dawn of Disease, die ja leider nicht mehr existiert. Obwohl ich sie nicht mag, aber ich finde es immer schade, wenn Bands vor allem so in der Größe sich auflösen. Ist immer ein bisschen schade. Und der krassesten deutschen Frontsängerin, die ich kenne, nämlich Britta Goertz von Critical Mass und Ex-Cripper-Sängerin. Das Album zählt 9 Tracks und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich über so einen Bonus-Song, so einen 10. Song oder sowas, nennt man schön glatt, hätte ich mich schon gefreut, muss ich sagen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Was ich aber haben kann, ist das. Ping da draußen. Der 9 Tracker, wie ich gerade gesagt habe, ist bei Napalm Records erschienen. Dort könnt ihr in CD und Vinyl, auch in Special Vinyl oder irgendwie sowas kaufen, keine Ahnung. Guckt auch einfach nur die Videos an und hört es auf Spotify. Hauptsache ihr unterstützt die Scheiße, ne? Kommen wir einmal zu dem Cover. Das Cover ist von keinem unbekannten Künstler erstellt worden. Der hat nämlich schon Artworks, nicht direkt Cover immer, aber schon einige Artworks für Mayhem, Arch Enemy, At the Gates, also Bands von denen, die man richtig kennt, hat er schon erstellt. Und jetzt muss ich den Namen ablesen, weil ich den nicht kann. Constant... Cioreanu? Heißt das so? Keine Ahnung. Und ich finde, so, wenn man sich das anhört und das Albumcover dazu sieht, passt ziemlich gut. Und ich habe mal versucht zu übersetzen, was er über das Albumcover denkt, was er so dabei gedacht hat, als er es gezeichnet hat. Und ich muss sagen, das hat echt ein bisschen Plack auf meiner Großhirnrinde hinterlassen, ey. Das war echt nicht geil, einfach. Dieses Stück spiegelt die schwersten Momente der Selbstreflexion wider. Dann, wenn du merkst, immer noch ein Dämon deines vergangenen Selbst zu sein. Wenn das Dickicht der Zeit und der Kontext dir keine andere Alternative bietet, als deine Dunkelheit niederzubrennen, egal wie schmerzhaft dieser Prozess wird. Und es wird schmerzhaft sein. Genau wie die Erkenntnis, dass dein einziger Gefährte nur noch dein eigener Wille ist. Gut, ja, was will er mir damit sagen? Das, was die Heisenbergische Unschärferelation auch sagt. Ich habe keine Ahnung, obwohl ich glaube ich mehr weiß, was die Heisenbergische Unschärferelation... Reaktion? Was auch immer. Ich weiß mehr, was das sagt, als was er mir sagen will. Egal. Kommen wir zu dem, was wirklich wichtig ist, nämlich das hier. Natürlich müssen wir darüber reden, wie es Britta Goertz schafft, jetzt in der dritten Band eine quasi dritte Variante ihres eigenen vokalistischen Hintergrunds zu performen. Steht so nicht im Skript. Also sie hat zuerst bei Cripper, bei den Thrashern geschautet, dann hat sie jeden zweiten Typen einfach in den Boden gegrowlt, wie nichts Gutes. Und jetzt schafft sie so den eleganten, aber einschlägigen Mittelweg über die Bühne zu bringen. Das nenne ich vielfältig Kunst und Können. Denn Künstler kommt von Kunst und Kunst kommt von Können. Glaube ich. Jetzt müssen wir nochmal kurz über das Instrumentale reden, weil alle vier Musiker, also Instrumentalisten, die bei Dawn of Disease waren, sind jetzt auch in Hi-Reyes und sie haben vorher Melodeath gespielt, spielen jetzt Melodeath. Es sind genau die gleichen Musiker wie vorher, nur mit einer anderen Sängerin. Ist Hi-Reyes jetzt eine 2.0 Version von Dawn of Disease, um
wer ist die Seite, Stormbringer, Stormwarrior oder so, keine Ahnung, zu die gleiche Frage zu stellen. Die Heisenbergische Unschärferelation sagt, keine Ahnung. Na, eigentlich eher so ein Jein. Weil klar, einerseits, du hast jahrelang mit diesen Musikern verbracht und hast im gleichen Genre wie jetzt auch gespielt, nur mit einer anderen Sängerin. Klar, dass jetzt nicht von 0 auf 100 ein kompletten neuer Stil sich etabliert und entwickelt. Aber trotzdem bringt Britta da eine ordentliche neue Windgeschmacksrichtung in den Ohrentunnel. Aber es ist immer noch so ein Dawn of Disease Beigeschmack dabei. Für mich ist der nicht schön, weil ich Dawn of Disease einfach nicht mag. Und ich Hyreus wesentlich besser finde. Auch wenn Hyreus noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, melodramatischer sind als Dawn of Disease. Und es aber auch mehr Spaß macht, finde ich, weil es auch ein bisschen präziser ist, finde ich schon, dass es noch ein bisschen so in die Richtung geht. Aber es ist für ein Debütalbum heftig und ich bin sehr gespannt darauf, was als nächstes kommt. Ich sollte mehr Melodeath hören, da sind doch ein paar mehr Perlen drin, als was ich dachte. Das Album ist ein gutes Beispiel und damit verabschiede ich mich aus der diesmonatlichen Review-Folge. Vielleicht sieht man sich bald wieder. Guck mal bei mir rein, guck mal bei Sifi rein. Tschüss. Danke. Wolle. Spitze abgeliefert. Wie immer, wie eh und je. Mega geil, ich mag diesen Kerl einfach so wahnsinnig, er ist so übelst sympathisch, er schlägt einen regelrecht. Ich habe hier auf jeden Fall das Video schon mal in den Chat gepostet, könntest da bei ihm nochmal einen Kommentar da lassen und schreiben, dass er es doch gern immer machen soll, wurde auch schon gewünscht. Der Jonas hat halt, ist, um es hier jetzt mal gerade zu biegen, er ist nicht besoffen. Sondern der Jonas, der hat einfach viel mit der Uni gerade zu tun und er will sich halt lieber darauf konzentrieren und deshalb haben wir gesagt, ist in Ordnung. Er ist nicht ganz weg. Sobald er wieder Luft hat und wieder Bock hat, was zu machen, dann ist ja nicht nur immer die Zeit, die man braucht, sondern auch, man muss ja auch Lust dazu haben in gewisser Weise. Dann wird er auf jeden Fall wieder da sein. Für mich ist es eine Erleichterung, dass der Wolle das jetzt macht, weil den sein Shit muss ich nicht schneiden. Das ist natürlich für mich wieder gut, weil ich einfach eine wahnsinnig faule Sau bin. Das wisst ihr alle. Und ja, also wenn es gewünscht ist, ich denke mal, der Wolle hat auch nichts dagegen, im September die nächste Review dann wieder zu machen. Ich werde es hier nochmal erwähnen. Im August kommt keine Folge. Es wird aber wahrscheinlich eine Folge eine Folge Dates and Releases geben und die üblichen Reviews halt auf unserem Channel Dark Siffler, wenn ihr da vorbeiguckt, wo wir Hi-Res übrigens auch schon mal gereviewt hatten und natürlich auch viele andere Bands schon bei uns durch den Review-Kasten gingen. Ja, genau. Das war jetzt ein mega fetter Block an Review. Ich finde, er macht es einfach so wahnsinnig sympathisch und ich würde mich echt freuen, wenn er das nochmal machen würde. Für den Jonas findet man ja vielleicht auch nochmal was anderes, vielleicht was Kürzeres, wo er nicht ganz so viel Energie reinstecken muss, wie auch immer. Die Show entwickelt sich ja immer weiter. Es kommen immer wieder Leute dazu, die Bock haben, was für uns zu tun. Und es kommen auch immer wieder, man sieht auch hier immer wieder die gleichen Gesichter, die halt in der Redaktion dabei sind. Wir selber machen das Ganze halt einmal im Monat und von dem her ist es jetzt auch gar nicht so viel Aufwand, aber es wird im August trotzdem mal einfach mal abschalten. Ich bin eine Woche tatsächlich komplett im Urlaub, also auch ohne Internet und allem drum und dran und eine Woche ist dann FDGL Summer Camp, also das ist unser internes FDGL Vereinstreffen. Auch da habe ich dann keine Zeit, dass ich irgendwas anders mache, denn da werde ich für den Verein was drehen und nicht für den YouTube-Channel. Aber wir werden fleißig vorproduzieren, der Felix und ich, und werden für euch die ein oder andere Review raushauen. Also ich schätze mal mit so 2 Videos die Woche noch. Das schaffen wir locker. So.
Jetzt waren wir hier, natürlich. Felix ist ja schon langer Bestandteil dieses Channels, auch auf YouTube schon immer Redakteur mit dabei gewesen. Und jetzt haben wir hier noch viele. Was haben wir denn hier noch? Bevor wir jetzt... Nee, das Mahlstrom-Festival lassen wir mal noch. Wir lassen mal das Mahlstrom-Festival noch. Das kommt gleich, keine Angst, wir kommen gleich dazu. Der Felix zeigt euch dann gleich das Festival. Dann haben wir auch wieder einen kleinen musikalischen Einspieler. Aber vorher gehen wir rein. Mir wurde heute noch was geschickt. Ich kann noch so viel vorbereiten, redaktionell aufbereiten. Und dann kommt am Samstag noch jemand und schreibt, hey, Siffi, ich habe da einen Einspieler für dich. Exklusiv für dich und deine Follower. Exklusiv für die Siffi Ultras. Exklusiv für Mass Metal. Haben wir hier einen Einspieler für dich. Zeig den doch mal. So ein bisschen Werbung machen. Denn ihr wisst ja, jetzt findet ja wieder was statt. Und es darf auch eine Band, die hier auf diesem Channel und hier bei Twitch, bei Dark Siffler und überhaupt in der Community bei uns sehr, sehr beliebt ist. Eine Zwei-Mann-Band. Ihr wisst instant, über wen ich rede. Ich warte jetzt, bis es im Chat steht. Eine Band, die aus zwei Personen besteht, die, ich sag mal, Spaß-Hardcore macht. Die hat mir heute, genau, Schwabo schreibt, Blut und Tod hat mir heute was zukommen lassen, extra für euch. Und das will ich euch nicht vorenthalten, denn das ist ein wahnsinnig lustiger Einspieler. Ich hab's mir schon angeschaut und jetzt schauen wir es uns miteinander an. Applaus für Blut und Tod in den Chat und dann sind wir wieder. Aus einem kleinen Samen eine neue Pflanze entsteht, ist das ein Zeichen Jesu Christi für neues Leben und Hoffnung. Ja, trotzdem ein fröhliches Heil Satan in die Runde, liebe Sklavenschaft des modernen Influencers Siffler, Dark. Ich bin tot, 50% von Blut und Tod, und uns ist zu Ohren gekommen, dass unter eurer Gefolgschaft doch ein paar kleine Sympathisanten für unsere Musikkapelle existieren, was unser schwarzes Herz doch ein bisschen mit Freude erfüllt. Ungewohntes Gefühl. Deswegen für euch hier ganz exklusiv ein individuelles Ankündigungsvideo, wo ich ein Ankündigungsvideo ankündige. auf jeden Fall, es ist Großes passiert und wir müssen das unbedingt mit euch teilen. Was bedeutet Ohrenspitzen, Augen auch und auf jeden Fall gut aufpassen, denn das, was hier angekündigt wird, ist wahrscheinlich ein einmaliges Ereignis, wird so schnell nicht wieder passieren. Also nutzt eure Chance und viel Spaß mit dem eigentlichen Ankündigungsvideo. Tschüss. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich saß auf dem Bett und verfolgte die neuen Abenteuer von Feuerwehrmann Sam. Doch plötzlich klingelte mein Handy. Ja, hallo? Onkel Punkrock? Wir sollen wieder auftreten mit Blut und Ton? Am 1.8. im Hirsch in Nürnberg? Mit Nidl und RWO? Ich soll nicht mal alles wiederholen, was du zu mir sagst? Was meinst du denn mit Blubblubblub? Oh, aufgelegt. Es war ein Anruf, der alles verändern sollte. Ein Anruf, auf den ich über ein Jahr gewartet hatte. Es war ein Anruf, den ich sogleich meinem Bruder zutragen musste. Doch dem hatte die Pandemie leider übel mitgespielt und niemand hatte ihn seit Ewigkeiten zu Gesicht bekommen. Und so begann meine Reise. Anblick, der sich mir bot, war beinahe nicht zu ertragen und der beißende Gestank brannte mir in den Augen. Aber sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch gar nicht erkannt. Das, was da vor mir saß, war ein gebrochener Mann. Ah!
Oh mein Gott, Bruder, ich hab dich gefunden. Ich hab so gute Neuigkeiten. Wir haben wieder einen Auftritt. Vater! Erkennst du mich? Ich bin's. Vater! Bruder! Vater! Mir stockte das Blut in den Adern. Was da vor mir saß, war nicht mein Bruder. Okay, es war mein Bruder. Doch um zu seiner alten Form zurückzufinden, benötigte er jede Hilfe, die ich ihm geben konnte. Und ich war bereit zu tun, was getan werden musste. Wir spielen am 1.8. im Hirsch mit unseren Kumpels von Needle und Alveol. Holt euch schnell eure Tickets, die sind nämlich limitiert, also schnell sein lohnt sich. Wir freuen uns auf euch. Jawoll! Yeah. Und jetzt? Ein bisschen Fernsehen noch? Ja, keine. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. So, Blut und Tod, die Band, die wir jetzt schon seit längerem verfolgen, auch eine Nürnberger Band natürlich, aus dem Geider drum, eigentlich Hersbruck, glaube ich, irgendwie so, hatten wir ja auch schon mal im Interview hier und wir hatten ja schon den einen oder anderen Party-Stream, wo die Mucke natürlich gelaufen ist. Wir hören es uns heute nochmal an, auf jeden Fall, was die Jungs machen. Die spielen endlich wieder, wir können es uns anschauen. Ich habe Tickets für den 1.8., es ist ja Sonntag, ist Nachmittag, Biergarten hier, da, bisschen gemütlich, nichts Großes, aber ich freue mich trotzdem, dass ich die Dudes mal sehe. Ich werde vor Ort live streamen, vermutlich, also ihr könnt es, wenn ihr aus irgendwo anders herkommt, also nicht Nähe Nürnberg, dann könnt ihr auf jeden Fall das dann hier am 1.8. live auf diesem Channel hier auf Twitch, werde ich dann mit dem Handy halt streamen. Nichts Großartiges, keine Einblendungen hier, da, sondern ganz normal IRL, einfach nur stur gefilmt. Bisschen Band, bisschen Leute, ihr werdet es sehen. Ich habe Bock drauf. Und es hat letztes Mal auch super funktioniert, dass auch andere Menschen, die halt nicht in der Nähe von Nürnberg sind und sonntags mal kurz daherfahren können, ein bisschen was von der Band haben. Zumindest Blut und Tod werde ich wahrscheinlich mitfilmen. Und dann können wir miteinander auf die Kacke hauen, würde ich sagen. Und ich freue mich drauf. 1.8. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Teil, der eigentlich sehr schwierig ist für mich, weil ich tatsächlich wieder nichts vorbereitet habe. Ihr wisst es. Der faule Hund hat schon wieder nichts vorbereitet. Wo habe ich es denn jetzt hin? Ich hatte es schon geöffnet. Jetzt ist es weg. Okay, dann muss ich mir jetzt kurzfristig eine Lösung. Hier ist es. Ah, da ist es. Seht man das? Genau. Wenn ich das hier öffne und ich gehe jetzt mal kurz rüber. Haha. Hier. Es gibt ja noch andere Veranstaltungen, nicht nur sowas wie Shepherdcore oder sowas in Nürnberg, sondern ich möchte andere Veranstaltungen auch noch ein bisschen promoten, in diesem Fall das Stormcrusher Birthday Party am 10. und 11.09. und spielen tun da Bands, die ich nicht kenne, Lord Vigo, Gord, Torpedo, was heißt das, Whistlement, keine Ahnung. Aber schaut es euch an, es ist auf jeden Fall auch eine Veranstaltung, 10. bis 11.09. und zwar in Weiden in der Oberpfalz. Also
östlich von uns, oder? Ja, glaub schon. Auf jeden Fall, Stormcrusher ist quasi eigentlich auch ein Festival, aber das, die machen das Ganze in klein und machen eine Birthday Party draus. Ist doch schön. Dann, wo haben wir denn hier noch was? Was hatten wir? Was wollte ich noch zeigen? Ich nur nochmal, damit wir es alle nochmal gesehen haben, hier das Helmfest nochmal. Was ist das? Hallo? Nicht zurück. Scheiß doch jetzt nicht rum hier. Wo war es jetzt? Da ist es. Öffnen. Eieieiei. Kann ich das jetzt zoomen? Ja, sehr schön. Also Helmfest hier nochmal in Büttenstedt, 5. bis 7. August. Nicht vergessen, Cambrium, Rebellion, Grim, bla bla bla. Ihr liest es ja selber gerade. Ich muss ja nicht immer alle vorlesen, oder? Sieht auch ganz gut aus, auf jeden Fall. Zack. Wann haben wir noch hier? Das habe ich gestern nochmal geschickt bekommen. 30.07. ist jetzt nicht so groß, ist aber trotzdem hier ansprechwürdig. Und zwar in Gelsenkirchen. 4 Metal-Bands am 30.07. Und zwar, ich würde mir ja gern Pripyat anschauen, tatsächlich. Weiden in der Oberpfalz ist der Geburtstag vom Filmelf. Ah, okay. Hier spielt Pripyat und zwar am 30.07. in Gelsenkirchen. Und was haben wir hier noch? Das schaut nach Blackening aus, Smorra und Ghost hier. Weiß nicht, ob man so ausspricht, aber ja. Ich möchte auch diese Veranstaltung für euch nur kurz promoten. Wir gehen weiter, wir haben hier noch was. Hatten wir das nicht schon mal? Weiß ich nicht, aber hier ist Pell Metal Festival in Oberbach. Sportgelände Oberbach, 3. und 4. September. Any Given Day, ZSK, Dietznatz, Mr. Hurley und die Pulveraffen. Also hier auch ein paar Hochkaräter mit dabei. Alexis in Texas. Die anderen sagen mir jetzt nicht so viel. Tatsächlich. Aber ja, 3. und 4. September in Oberbach. Ihr könnt es ja selber googeln. Zwischen Frankfurt und Köln an der A3 steht sogar da. Wer es wissen will, wo es ist, gell? Genau. Dann haben wir hier noch einmal Werbung für unser Hometown-Festival, mehr oder weniger, und zwar das Metal United Light, 6. und 7. August in Regensburg, und zwar nicht im Airport, sondern ich habe hier auch gelernt, am Airport. Eventhalle Airport in Regensburg, und da finden von 2. Juni bis 15. August immer wieder Veranstaltungen statt, und vom 6. und 7. August auf jeden Fall Metal United Light. Da bin ich auch vor Ort, zumindest am Samstag, am 7., denn ich möchte mir unbedingt Grotza anschauen. Genau, was haben wir noch? Hier noch ein Metallas. Und zwar in, wo ist das? Warum habe ich das hier? Ja, müsst ihr googeln. Finde ich gerade nicht, wo das ist. Auf jeden Fall anscheinend am 23. Oktober. In Gleisleut, keine Ahnung. Warum habe ich da hier ein halbes Bild? Warum zeige ich nur ein halbes Bild? Okay, ganz wichtig auch, um nach vorne mal zu gehen, so ein bisschen. Und zwar haben wir hier noch eine Ankündigung von Turbobier. Das Turbofest findet am 14. Januar statt. Im Backstage in München. Wer Bock hat, da werden wir wahrscheinlich auch hingehen. Mal schauen. Das Turbofest. Ja. So viel zum Eventradar. Das waren die Events, die mir jetzt wieder zugeflogen sind. Wenn ihr noch Events kennt, wisst, was alles noch so stattfindet dieses Jahr, schickt mal Flyer. Einfach per Instagram, per Direct-Nachricht oder, wie auch immer ihr mich erreicht, schickt mir einen Flyer. Dann kann ich das hier und da mal posten und natürlich auch publik machen, wo was stattfindet. Nicht nur in Social Media, sondern auch in der Mass Metal natürlich, weil es wird bis Ende des Jahres noch einiges stattfinden. Hoffen wir es mal. Also ich bin schon guter Dinge. So viel dazu. Jetzt habe ich meinen Bildungsauftrag auch erfüllt. So, dann haben wir die Review hatten wir.
Kalenderblatt hatten wir, die Ankündigung von Blut und Tod hatten wir. Wir hatten so ziemlich jeden Einspieler, den ich gedreht habe. Wir hatten die Wabers. Wir hatten Was wär gespült, wo ihr natürlich wieder was gewinnen könnt. Und wir hatten die Kollegen aus Österreich. Jetzt fehlt ja nur noch eins. Einen einzigen Einspieler, den ich noch angekündigt hatte. Also Werbung hätte ich auch noch, aber da komme ich, da lasse ich jetzt, da habe ich noch zwei übrig, die lasse ich jetzt mal weg. Tut mir leid. Einmal für die Metal Up Sratkora, die erklärt hat, was sie denn alles gemacht hat, was die denn alles macht. Die kommt dann das nächste Mal auf jeden Fall mit rein. Und der Schattenhall hätte sich auch nochmal vorgestellt. Leider hier, ich will es jetzt nicht noch länger ziehen, weil wir sind jetzt schon fast bei fast 2 Stunden. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber eure Einspieler gehen natürlich nicht verloren, sondern ich zeige es dann halt an anderer Stelle. Werbung für euch mache ich sowieso immer. Und ihr könnt eure Links auch gerne mal hier rein posten. So. Wir gehen aber jetzt zu was ich auch angekündigt habe, was wir angekündigt hatten im Podcast schon und generell, wisst ihr es ja, der Felix war auch auf dem Festival und zwar auf dem sogenannten Mahlstrom-Festival. Hier hatten wir auch die ein oder andere Band, die der Felix mir geschickt hat, wo ich mir anschauen hätte können, mit reinschneiden können. Ich habe nur Snippets natürlich mit reingeschnitten diesmal, keine ganzen Auftritte, aber trotzdem sollt ihr das volle Festivalgefühl bekommen. Jetzt mit dem Bericht oder kleinen Snippet-Einspieler, nennt es wie es wollt, es ist das fucking Mahlstrom-Festival, das jetzt stattgefunden hat. Festival-Feeling im Kurzformat. So, das ist ein guter Claim, oder? Festival-Feeling im Kurzformat? Machen wir doch so. Applaus für mich und für euch und für den Felix natürlich. Zeige ich euch mal das Gelände hier. Los geht's. Sind auf dem Campground. Mein Zelt. Ganz viel anderes. Und ja. Was soll ich sagen? Ich nehme euch jetzt einfach mal ganz gnadenlos mit zum Campground. Ja, vom Campground. Nicht zum Campground. Vom Campground rund aus dem Hauptgelände. Und es laufen schon viele Leute entgegen hier. Ja, guck mal da an hier. Lauter liebe Menschen hier, die Metaller. Man glaubt es kaum. Ja, Busch vorbei. Und ja. Campground leider nicht direkt am Zelt. Das wäre mega geil. Aber das ist nicht der Fall. Mein Auto steht auch da ganz, 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 ganz weit unten. Und ja. Ihr seht ja schon. Die Minuten verstreichen vom Gefühl her, zumindest von meinem Gefühl her. Gut, ich habe auch schon leicht einsitzen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hier nebendran auch so ein bisschen Campground noch. Ja, da wo die Leute vor uns laufen.
wollen wir auch hin. Warum? Ja, vielleicht hört ihr, schaust schon ein bisschen so im Hintergrund. Die Mucke läuft. Die Mucke läuft. Und ja, noch ein Stück Campground hier. Zack. Aber jetzt kommen wir auf das Gelände, wo schon so ein paar Wohnwägen und Wohnmobile stehen. Weil das ist auch möglich auf dem schönen Maelstrom oben her. Hier übrigens wunderbar anmelden dürfen hier zum Camping. Ganz, ganz liebe Leute. Maelstrom ist mega geil. Top organisiert, nur liebe Leute. Und da seht ihr schon das Gelände. Da hinten seht ihr schon das Gelände. Man glaubt es kaum. Ja, die Mucke läuft schon. Und wir gehen einfach gnadenlos weiter. Weiter, 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 weiter. Ihr seht da vorne schon die Frau in Orange, Pink, wie auch immer, was auch immer das für eine Farbe ist. Da kann man sich auch noch zwischendurch testen lassen. Habe ich unter anderem auch zwischendrin einmal gemacht, weil negativ ist das Positivste überhaupt hier. Deswegen gehen wir gemütlich hier dran vorbei. Jawohl, wunderbar. Hier hat man sich auch eingecheckt. Das ist übrigens der Parkplatz. Ja, von hier hat man sein Zeug hertragen müssen. Auch wunderbar. Da muss ich jetzt kurz einhaken. Das wäre ja für mich perfekt gewesen, weil ich nicht in den Campground hätte müssen, sondern ich hätte ja da direkt vor dem Gelände schlafen können, weil ich ja im Auto penne. Oh Mann, warum war ich da nicht? Aber dafür war der Felix ja da. Er zeigt uns kurz das Gelände. Und ich nehme euch weiter mit. Hier geht's durch. Wir verfolgen dem Herrn in der hellen Hose. Wunderbärchen. Und wir gehen natürlich am Beachvolleyballfeld entlang. Und da geht's schon. Geht kurz merken, den Kaufen, der wird getroffen. Ja, so ist richtig. Das will ich hören. Okay. Ja, wenn man Leute trifft, die man kennengelernt hat, ist einfach schön. Ja, Leute, wir sind auf dem Areal. Ich sag euch nur eins. Mega Imbisswagen hier, tolles Frühstück, tolles normales Essen auch. Erster Bierstand. Und ja, was soll ich sagen? Es ist Festival. Es ist Festival. Da ist die Bühne. Es löppt wie sonst was. Da hinten ist doch der Herthasee. Die Hauptbühne. Mit den Nordsteinen. Ganz viele schöne Menschen. Man glaubt es kaum. Und ja, das ist das Maelstrom oben, ja, Leute. Ich genieße es. Es ist so wunderschön. Ja, man ganz schwind gerade. Und sagen. Es ist einfach geil. Festival. Einfach nur Festival. Ein Rundumblick nochmal für euch. Vielen Dank. Bleibt ihr noch für ein Foto? Bleibt ihr noch für ein Foto? Hier noch ein bisschen Band. Vielen
Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Felix, dass du uns diesen Einspieler gemacht hast. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe es gerade in den Chat schon geschrieben, aber tatsächlich, er hat es hochkant gefilmt. Deshalb war das jetzt so weird, dass, weil ich habe es einfach aus Faulheit nur in die in Querformat geschnitten. Also ich hätte auch die Höhen noch, ich hätte es auch anders machen können. Aber ich wollte in Schwabo und Felix ein bisschen dahin ziehen, dass man das nächste Mal einfach Querformat filmt. Okay? Nee, aber ansonsten war das natürlich sehr cool. Ich weiß gar nicht, mit was hast du da gefilmt? Mit dem Handy? Weil das, also ich weiß nicht, mein Handy hat einen besseren Stabilisator, glaube ich. Aber das ist wahrscheinlich auch neuer. Aber macht ja nichts. Ich freue mich, dass ich halt trotzdem, dass wir trotzdem jetzt wieder einen Einblick bekommen haben. Wir werden hier und da, habe ich noch ein paar Snippets von Bands, die gespielt haben, die der Schwabo noch mitgefilmt hat, die werden wir dann natürlich im Nachgang irgendwann mal so in den Streams zeigen, weil wir heute leider an dieser Stelle jetzt zum Ende kommen mit dieser Folge Amas Metal. Und es ist die längste Folge, die wir jemals produziert haben. Fast, also es ist 2 Stunden jetzt. Und ich danke euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt, so lange durchgehalten habt, dass ihr vielleicht sogar jetzt dann die instant der Kommentar schreibt, wenn ihr es on demand nochmal anschaut. Ich sag erstmal danke für ein geiles halbes Jahr bis jetzt. Wie gesagt, im August machen wir eine Mass-Metal-Pause, aber dann geht es im September wieder mit großen. Mal schauen, was wir Einspieler, dass wir alles bekommen im Laufe der Zeit. Ein Ping geht natürlich raus an alle, die heute mitgeholfen haben, das Ganze zu produzieren. Ping an euch, die alle zuschauen. Ping an alle. Ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön geht natürlich an diejenigen, die Subs und Bits geschmissen haben hier auf Twitch. Der Support tut nicht weh und es geht ja 1:1 wieder zurück in den Stream. Hier, ich habe es ja gesagt, eigentlich alles geht auch an in neues Equipment. Ich brauche mal eine neue Kamera, auch für solche Konzerte und sowas wieder. Denn die Kamera, die ich habe, die ist schon so veraltet. Da brauche ich mal wieder, wenn es jetzt wieder losgeht, auf Konzerte und Live-Dinge und so, damit man besser streamen kann auch, werde ich mir mal eine neue Kamera gönnen. Mit dem Geld, das ich jetzt heute hier zum Beispiel verdient habe und wie auch immer. Ich danke, dass ihr jedes Mal wieder einschaltet. Ihr seid der Wahnsinn. Jetzt geht's aber nahtlos weiter. Also die Mass Metal ist quasi vorbei. Ich würde jetzt nur kurz, weil ich ja jetzt hier auch schon seit 2 Stunden rumstehe, ein Päuschen machen und dann mit euch noch ein bisschen Party feiern. Wir machen hier noch ein bisschen Mucke. DJ Sifflord ist am Start, bis 12 Uhr machen wir heute und dann machen wir Feierabend, also noch gute 1,5 Stunden, sage ich jetzt mal, wenn ihr noch dabei bleiben würdet. Wäre toll. Ich beende jetzt diese Mass Metal mit ganz, ganz, ganz viel Danke. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Zeit. Und vielleicht bleibt ihr noch da. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende jetzt noch. Morgen ist ja Sonntag, da könnt ihr noch ausruhen. Wenn ihr heute noch ein bisschen mit mir trinken wollt, dann tut das. Ansonsten entlasse ich euch natürlich und tut, was immer euch Spaß macht, auf jeden Fall. Und schaut, dass ihr dieses Jahr das ein oder andere Event noch mitnimmt, denn wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber es finden welche statt und die müssen auch supported werden. Von dem her war es das erstmal von mir. Ich danke an alle Redakteure da draußen. Ich danke an alle Zuschauer. Ich danke an alle, die fleißig im Chat dabei waren. Ich danke an alle, eigentlich alle, die irgendwie was mit dem Kosmos Dark Siffler zu tun haben. Vergesst nicht, bei rockzwerg.com bekommt ihr 10% mit dem Code TRUEMÜSLI. Also da gibt es diese schönen Zwerge, die da im Hintergrund stehen und mehr. Schaut's da auch mal vorbei. Link ist im Chat. Danke. Das war's von mir. Jetzt kommt ein Lied oder zwei. Und dann bin ich gleich wieder da. Ihr könnt eigentlich nahtlos hier bleiben. Ich muss nur kurz um die Ecke und dann machen wir noch ein bisschen Mucke. Okay? Soviel dazu. Mass Metal ist vorbei.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt's nur da, gell? Also, es ist nicht vorbei. So, ihr wisst, was ich meine. Bis gleich.